Ey, ich mache 24 Stunden Stream. Ich 24 Stunden Stream? Ah, ja. Also, darf ich morgen nicht zur Arbeit? Dann musst du, ich gebe dir meine Nummer von dem Chef und du rufst an, okay? Okay. Ja, sag, du musst 48 Stunden Stream machen, das ist wichtiger als Arbeit, ich bin nicht da. Und dann auflegen. Gar nicht zum Reden, zum Wort lassen, komm einfach sagen, ich mach morgen Stream, ich kann nicht. Und also auflegen. Ich sag dir ehrlich, hätte ich jetzt zum Beispiel einen Chef, der ein richtiger Arsch ist und ich weiß, dass ich schon einen anderen Platz habe, wo ich eh im Endeffekt kündige und dann sag ich mal, hingehe zu einem, zu einer anderen Firma oder so, ich glaube, ich würde das drehen. Wenn dann jemand so ankommt zu dir und sagt, ja, du musst dies machen, du musst das machen, so. Mach mal Überstunden, kriegst nicht bezahlt, so. Also so, du hättest so einen richtigen Minusmensch als Chef. Was ich im Endeffekt jetzt nicht habe, aber wenn ich jetzt einen hätte, so. Weißt du, was ich meine? So voll den Minus-Chef. Also nicht, dass ich sozusagen jetzt einen Chef habe, der scheiße ist oder so, sondern ich habe einen Chef, der ist halt wirklich sehr kulant, sehr korrekt und so. Noch immer für die Mitarbeiter da und so weiter, ne? Aber stell dir mal vor, ich hätte jetzt so einen, der eine richtige... so ein richtiger Minus-Mensch ist, so ein richtiger Eierbeister, ne? Ich glaube, ich würde mir dann eine neue Firma suchen, nur als Beispiel jetzt, und würde dann sagen, yo, ich komme jetzt nicht, ich habe 48 Stunden Stream oder so. Aber das Ding ist, wenn ich halt, wie gesagt, das mache, ich glaube, der bringt mich um. Ich glaube nicht, dass das irgendein Chef gut finden würde. Weißt du so, du machst so deine zweite Tätigkeit, verdienst du 2000 Euro mit Twitch, und wie ist dann auch noch bezahlt von deinem Chef, dann hast du so 6000 Euro im Monat oder so, weißt du, was ich meine? Junge, 6000 Euro im Monat. Ja, 4000 Euro halt von der normalen Arbeit und dann 2000 Euro im Endeffekt dann mit Twitch verdienen. Und dann musst du dir vorstellen, dann gehst du einfach ans Telefon und sagst deinem Chef, yo, ich bin die nächsten 6 Wochen nicht da. Kriegst einen Monat voll bezahlt. Was machst du einfach durch den Stream? Man müsste so am ersten Tag so sagen, du startest um 9 Uhr, du fängst so um 12 Uhr an zu gehen, gehst zu deinem Chef, so Chef, meine Streaming-Zeit ist jetzt, ich muss jetzt gehen. Und dann gehst du so und streamst. Oh Mann. Es gab mal irgendeine Overwatch-Streamerin, die hat über die Nacht durchgezockt und die musste zur Arbeit gehen. Und dann hat sie kenn ich. Und dann hat sie, nee, pass auf, das war dann so, dann hat sie so auf die Uhr geguckt, ja, Montag, 9 Uhr. Oder in 7.30 Uhr oder so. Und dann sagt so die Community von ihr, die hat ja auch irgendwas mit 600, 700 Zuschauer oder so, ne? Und dann sagt sie so, ja, ich muss halt 5 Minuten arbeiten. Wenn du die so meinst, gut. Luca, dann weiß ich. Ja, die meine ich. War es auch nicht irgendwie bester Clip bei diesen Stream Awards? Ich glaube, da war das sogar auch mal dabei. Ja, aber so ein Clip weiß ich halt nicht, ob der real ist, ne? Kann halt natürlich auch gefaked sein, ne? Ja. Weiß natürlich nicht. Ohne jetzt der Streamerin oder dem Streamer-Kollegen im Endeffekt zu hier reinzudrücken, aber die meisten Clips, die du so auf TikTok oder so siehst, sind einfach nur aus dem Kontext rausgerissen und einfach dann ins Negative oder halt gegebenenfalls dann ins Positive für den oder den Content-Creator halt gezogen, wo dann eine Sache einfach aus dem Kontext gerissen ist. Hauptsache der Streamer steht dann gut da oder steht halt schlecht da, wo du genau weißt, Stream wird anders erzählt, ne? Ja. Deswegen wäre ich da immer ein bisschen vorsichtig, wenn man sowas hat oder... Keine Ahnung, man hat irgendwie einen Fail. So, ja, ich mache auch viele Fehler, die dann auch witzig sind, die dann auch, sag ich mal, gut ankommen auf TikTok oder auf YouTube Shorts oder so. Aber die sind halt alle real. Aber es gibt halt viele, die machen dann extra so, keine Ahnung, ich falle jetzt vom Stuhl. Oder keine Ahnung, deine Freundin kommt rein, bringt dir Essen und lässt alles komplett fallen oder so. Das ist alles dann immer geskriptet. Einfach nur dann im Endeffekt, um den Clip dann hochzuladen irgendwo auf YouTube oder TikTok, 30, 40 Millionen Aufrufe zu machen, 100.000 Likes, Twitch-Profil zu verlinken und sagen, ey, kommt mal rüber, ne? Ja, so. Clips-Farm halt. Ey, du wirst halt einfach heutzutage nur noch berühmt oder nur noch bekannt, wenn du dich entweder mit jemandem anlegst, so beef-technisch mit einem großen Streamer und sagst zum Beispiel, yo, hier, keine Ahnung, ich nehme jetzt mal Rohat. Du beefst dich jetzt mit Rohat und sagst, Rohat, du bist einfach ein Hurensohn, einfach ein Bastard, so auf gut Deutsch. Machst da irgendwie einen Clip von, rasierst dir vielleicht nochmal eben kurz eine Glatze, lädst das auf TikTok hoch. Dann reagiert dir vielleicht im Streamer drauf, 20.000 Leute sehen das. Der Clip wird viral, die 20.000 Leute davon reposten das nochmal 5.000 Leute. Ja, und dann hast du erstmal natürlich voll den Hate, voll die negativen Kommentare. Und dann sagst du aber, ey, komm doch mal in meinen Stream, ich bin voll die liebevolle Person. Weißt du, was ich meine? Bestes Beispiel ist Max Emre. Kennt ihr den?
Ja, ja, Max. Genau das gleiche. Der hat über ein halbes Jahr hat der sein Livestream gemacht und so, ja, ich rasiere mir die Haare bei 500 Likes oder bei 500 Zuschauern oder was weiß ich, weißt ja, du? Ja. Hat's nie gemacht. Ja, ja. Und im Endeffekt war der einfach eine voll die liebevolle Person. Hat jetzt, sage ich mal, Durchschnitt, ich glaube, irgendwas mit 200, 300 Zuschauer. Hat einen vernünftigen, stabilen TikTok- und YouTube-Kanal. Lebt davon im Endeffekt. Hat aber natürlich diese Reichweite nur gekriegt, weil er Hate gehabt hat, ne? So. Und da gibt's halt viele andere Streamer halt auch. So in meiner Region, die machen dann extra so. Also die beformen jetzt nicht, sag ich mal, mit der Persönlichkeit. So, die sind nicht sympathisch oder sonst irgendwas. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die nicht sympathisch sind oder so, sondern ich meine, dass die einfach im Endeffekt dann mit einem Clip, den die halt vorher geskriptet haben, aufgenommen haben. Wie zum Beispiel, keine Ahnung, deine Freundin kommt rein, kippt dir Essen über den Kopf oder du fällst vom Stuhl, komischerweise hast es aber natürlich dann schon durchgeplant, wie es passiert oder was weiß ich, was könnte ich noch machen. Keine Ahnung, ich habe hier zum Beispiel im Zimmer meinen Schriftzug, der Schriftzug fällt runter oder so, wie bei Commander Krieger, wo dieses Brett da ihm in die Fresse fliegt. Oh nein, die Tür. Oder die Tür war das, genau. So, weißt du, was ich meine? Aber es gibt wirklich Leute, die dann halt sowas halt wirklich auch skripten, ne? Und das feiere ich halt nicht so, weil es ist halt nicht real. Um halt Reichweite zu generieren, ist es definitiv geil, aber das war's dann auch, ne? Ja. Aber sollte ich auch vielleicht mal machen zum Clip. Das ist eine gute Idee. Ja, aber nur so schaffst du es im Jahre 2024, 2025 halt Erfolg zu haben auf Twitch, weil niemand schaut dir im Endeffekt zu, wenn du jetzt zum Beispiel Radiant bist in Rocket League oder in Valorant. Also SSL in Rocket League und Radiant in Dingens. Du kannst der beste Rocket League Spieler sein und dir schauen vielleicht nur 50 Leute zu. Hast du keinen... Also es sind halt so viele, wie soll ich sagen, so viele Faktoren im Endeffekt, die halt dazukommen, wie das Äußerliche, wie gepflegt ist im Endeffekt die Person als Streamer, dann natürlich bist du sympathisch, ist die Soundqualität gut, was hört er für Musik? Da gibt es halt so viele Faktoren, die da im Endeffekt reinkommen. Aber wenn du halt jetzt einen Hate hast, ich sag mal so, hast du eine positive Sache gemacht und eine negative Sache. An die negative Sache können sich locker 90% deiner Leute noch erinnern und an die positive Sache vielleicht 10% oder 15%, weißt du? Also ja, negative, sagt ihr was? Ja, klar. Also eine negative Sache, die findet das Internet immer wieder, ne? Also die gibt es immer noch. Ja, vor allem, weil du ja heute auch die Möglichkeit hast, alles mit Social Media zu verbinden und so weiter und so fort. Aber der Plot-Twist daran ist, um halt heute in der jetzigen Gesellschaft, wo wir jetzt sind, in dieser Minusgesellschaft, ja, jeder denkt ja nur im Endeffekt an sich, Reichweite oder beziehungsweise Erfolg aufzubauen, ist halt einfach, indem du halt lustige Szenen aus dem Stream skriptest, irgendwas Dämliches, irgendwas Witziges oder keine Ahnung, das dann hochlädst oder du fängst halt mit irgendeinem etwas größeren Streamer wie Tanzverbot oder Monte oder Rohard oder keine Ahnung mit Trimax Beef an, gibst denen so fett eine Ansage und sagst hier, du bist keine Ahnung, du bist scheiße, du bist jetzt 100.000 Euro in Clash of Clans oder so, lädst das dann hoch. Vielleicht sieht das irgendwann mal Trimax, weil er halt dann selber das Video vielleicht aus seiner For You vorgeschlagen hat oder weil es ihm Zuschauer zuspielen, der reagiert halt drauf. Ja, und dann hast du es natürlich geschafft, ne? Dann hast du das nächste halbe Jahr natürlich Hate. Aber wenn die dann halt wirklich zu dir in den Stream kommen und dann sagen, ey, du bist ein Hurensohn, ich beleidige dich mal. Und sehen, ah, der macht eigentlich guten Content, den schaue ich mal zu, weißt du? Und dann hast du natürlich von den 100.000 Leuten, die dann drauf aufmerksam bleiben, bleiben dann vielleicht 30.000 hängen. Und von den 30.000 schauen dir dann vielleicht 5.000 zu. Und von den 5.000 sind dann aktiv immer so 100 bis 200 am Start. Dann hast du 200 Zuschauer, fertig. Nur so wirst du halt in der heutigen Zeit, ich will jetzt nicht sagen berühmt, aber halt relevant in der Twitch oder in generell in der Streaming-Szene und so. Bei mir ist das so, ich kann halt einfach, du kannst halt einfach nicht mehr mit Sympathie, mit vernünftiger Soundqualität oder sonst irgendwas, du kannst auch eine gute Soundqualität haben. Ich habe jetzt einen Shure SM7B, das kostet ja 500 Tacken. Klar kannst du damit punkten, weil die Soundqualität halt top ist, aber du kannst ja auch ein Mikrofon holen, keine Ahnung, was 30, 40, 50 Euro kostet. Und das schauen der Person halt mehr Leute zu, als zum Beispiel mir oder jemand anderem, ne? Das darf man halt nicht vergessen. So, kleiner Real Talk am Rande.